Den 10. Mai 1940 greift die deutsche Armee gleichzeitig Frankreich, Belgien, Holland und Lützeburg an. Als neutrales Land und ohne engagierten Armee hat der Grand Duché keine Möglichkeit und keine Chance, für die feindlichen Truppen abzuhalten. Am 10. Mai war eine Komödie an der Straße. Ich habe nicht Rolle darüber, um zu gucken, wie was da los war. Ich war feiert. Ich ran zugemäht und strecke ich auch dran an das Haus. Mein Papa gesagt, die Preise sind hoch. Gleich drauf kam ein Feldwebel. Den hat mich gefragt, wie alt bist du, Bursche, eigentlich? Ich habe mein Alter gesagt. Und du kommst aber auch direkt an, wie ein Urteil zurück. In 2 Jahren wirst du mit uns marschieren. Heute am 6. August 1940 zieht deutsche Schutzpolizei in Luxemburg ein. Die Bevölkerung der Stadt Luxemburg ist eingeladen worden, um diesen Einzug mitzuerleben. Nach einer kurzen sogenannten Militärverwaltung wird das besatte Lützeburg in eine Zivilverwaltung gestaltet. Der Paradeplatz ist schön mit den Fahnen des Dritten Reiches geschmückt. Der Mann, den die Verwaltung leiten soll, kommt aus Koblenz. An der Hierarchie von der Nazi-Partei hatten den Rang von einem Gauleiter. Sein Name ist Gustav Simon. So klein er war, so besessen war er von einem enormen Ehrgeiz. Die Bevölkerung dieses Landes aber ist deutschstämmig. Lassen Sie sich daher nicht täuschen von dem äußeren französischen Firnis, der nur künstlich aufgetragen ist. Dieser wird in wenigen Wochen spurlos verschwunden sein. An einer öffentlichen Rede an der Ausstellungshalle um Lampetsberg gibt der Gauleiter Simon de Lëtzebuerger die deutsche Nationalität. Zugleich feierten den obligatorischen Militärdienst an, was einfach heißt, die jungen Lützebuerger gern an die deutsche Armee zwangsrekrutiert. Den 18. Oktober 1942 verlassen die erst 2000 Lützebuerger Jungen Stadt der Gare. Als Reaktion auf die deutsche Militärmusik auf der Gare sangen die patriotische Lieder. Die angezogenen Jungen sind zwischen 18 und 22 Jahre alt und gern an eine fremde Uniform forciert. Nach einer kurzen Ausbildung von 6 Monaten kommen die meisten von ihnen nach Russland, wo dem Hitler seine Armeen immer mehr Verstärkung brauchen. Für zwangsrekrutiert geht Desertion zum Gewissensdilemma. Der Gustav Simon hat sich nämlich ein perfid Druckmittel gegen deutschfeindliche Personen aufhellen gelassen. Die Umsiedlung von ganzen Familien nach Ostdeutschland. Und das gilt auch für die Familien von den Deserteuren. Tausende von Lützeburger Jungen kommen an die Ostfront. Jungen, die daheim nicht mehr weggesehen haben, wie hier nur Bestwarf, die haben 2000 Kilometer von daheim an den unmenschlichen Kampf getrieben. Ihr grausames Schicksal wildet, dass sie gegen russische Soldaten kämpfen müssen, die gerade so wie sie gegen Nazis sind. Das ist ja nicht mehr normal, dass viele zwangsrekrutiert ihren Urlaub nutzen, für fortzulaufen, als sich für an der Gestapo zu verstoppen. Dies liegt als reich an große Bücher. Einzeldeserteuren rieten sich einen Stopp an der freien Natur an. An Bunkern am Boden versuchen sie, so diskret wie möglich zu überleben. Durch ein großes Feld von Hilfsbereitschaft bei Bauernfamilien können heimlich Plätze an Hef erscheiren angeboten. Die Stoppen sind teilweise ganz raffiniert angeregt an erlauben dem heimlichen Gast bei unerwartetem Besuch sehr unterzutauchen. Ich habe mal nie Herrn Owiese verstoppt hat. Den Eltern gesagt, wo ihre Jung verstoppt war. Das gut versucht, sagte ich. Leider Caparo. Aber einen Namen habe ich nie genannt. Nie. Und war nimmer der Verschwiegenheit, dass ich verdanken kann, dass ich überlebt habe. immer neu fortgelaufener Klappen an den Dirren, von denen vereinzelte Bauern hef am Eislig. Et musse Wege fand gehen, für iwwer Grenz fortzukommen. Ergangs 1943 fängt patriotische Movemente an, Filieren an Belsch zu organisieren, weil do das deutsche Militärregime nicht gerade so strikt kontrolliert. Ein Weg, der viel benutzt wurde, für über die Grenze zu kommen, hat an dem kleinen Dorf Sassel angefangen. Lauschen wir, was die Parteien aus der Zeit vor mehr wie 60 Jahren erlebt haben. Da kommen wir nach Sassel. Und immer meine Familie kommt heim, kommen wir nach da. Und da kommen andere Kollegen. Da sind sie so gewandert, weil bei Konzemius, dann rüber bei Kerjens, also bei Konzemius. Gut, wohin sind 5, 6 Minuten. Gut, mein Bruder und ich, fertig gemacht. Wir wohnen zwar gut bei der Familie Konzemius, wir haben an anderen Kollegen Platz gelassen. Und dann kommen wir zustande. Du hast das Rendezvous bei meinem Kerjens Bierchen am Haus. Oben sind Mehlewauer, kommen alles bei Nähe, am Meer. Feldmarschmäßig, wie es geht, auf den Tour. Und da sind wir gegangen. Den Hahnenhof steht nach Hockt bald unverändert da. Hier hat Familien von der Madame Dietrichs Köhner viel politisch Flüchtlingen mit großem Erfolg verstoppen können. Auf dieser Platz sind von April bis Juni 1944 unter anderem 3 große Flüchtlingsgruppen passiert, für am Dall auf den Weg zu stoßen, die Saint-Fontaine, Paffemillen mit Ölve verbindet. Da, wo noch Mauerreste von der Mosse Mille stehen, da haben Passeuren hier leckt über die Wolz an über die Eisenbahn gelegt. Auf der anderen Seite an der Deckung vom Bösch ging es weiter in Richtung vom freieren Ölventer Dreckstipp. Am Bämer sieht den Pass ab, da haben wir ein Glut auf der Reisbahn. Da ist ein Glut geschwenkt. Am Meer direkt rüber an den Berg, als niedergelegt. An denen sind wir nachgekommen, an den Bluff noch mal stehen, den hat etwas an Nacht geholt. Er hat da am Berg geliehen, man hat etwas gesehen, hat den Nacht gesehen, und hat so einen Vierer gegangen. Vor wie mehr du notwendig Gewerke auf den Streckenläufer, den sie über die Eisenbahnkontrolle machen. Mit der Rolldier da, die hat immer gejaut und alles, da hat er müssen etwas dabei machen, dass der Rast da hat. Den Kräft getan an der Nacht. Den Erinnerungsweg verlässt Hai den originalen Weg. Er bleibt direkt von der Eisenbahn. Er geht innert sie durch Landstwolz beim Campingplatz. Bei der Platz um Tipp stoßen wir auf den authentischen Sentier des Passeurs. Also Tour 4 an, bis bei den Nölmter Tibrop, da über die Straße rüber, bis Lanze Kirficht, bei Krines Scheier, die hockt dann da steht. Da waren wir sicher, ich meine, zu 14, 15, wenn mein Gedächtnis noch so was. Und da kommen Kollegen dabei. Und da gingen wir an, rup, bis bei der Café Plünner. Von da gingen wir rüber, behockte der Fußballsterrasse, dann Kassel-Schwiss, wie dann einmal genannt, gezwölfen. An der Weg Kassel-Schwiss, wie den dem uns vor, die kann den Hock nicht mehr gehen, den hast du zugewasst und alles, nicht möglich. Aber wir haben den Jägerweg da auf Hand. An den gehen wir rauf, wenn auf die Eisenbahn, da kommen wir immer auf Hand bei der Tunnel auf den Weg, den wir damals hatten, den Originalweg. Wir haben Schwierigkeiten, für hier über die Eisenbahn zu klammen. Und mit den Dreht hier, die Dreht vom Dixon, dieser Übergang hier, und die waren immer breit, für hier rüber zu kommen. Da sind Dreht hier teilweise angehalten und hier rüber. Wie wir die anderen Sekt fahren, da sind wir die Berge hier ab durch ein Wies. Und die gesehen wir, wenn wir hier sitzen, gesehen wir da immer, die hier ein bisschen Bäume da haben. Da, an dem Eck, da war ein Hauptrendezvous. Und dann bei sie kommen, und da waren wir zu sicher an die 20, 27 müssen gewesen sein. Und da kommt der Passeur, Alvis Krämer, den hat uns da aufgeholt. Von der Platz, da wo der Sammelpunkt war, bis heute noch vom Busch, wo 30 Stunden, 20 Stunden. Auf der Halsschicht haben wir uns näher lehnen. Und du hast den Viergang, um sich zu versichern, ob sie an dem Häuschen sind. Mit Häuschen war Egel. Und du konnten wir rüberkommen. Und da sind wir direkt gleich an Büffelspöschlein den innersten Weg reingegangen. Und da kommt der Leidensweg an, wie ihr seht. Durch den Busch und alles. Mit Angst verbunden und alles. Wir haben uns aber all gut behalten, brav war, wir haben gefolgt. Mit die Angst, die wir da hatten, was da alles passiert war, wie wir am Busch waren, müssen wir lernen, dass man durch den Busch zu gehen. Ja, sie sagten allwegs, komm hier rüber an den Tönnebusch, auf den Norden, da hier den nicht mehr. Und da sind wir durch den Busch gegangen und haben da hingen zu Birjan, da waren diese Grinschen an den kleinen Berg. Da hatten alle gesagt, bleib hier stehen. Ich laufe über, wenn ein Posten da steht, da klagt es nicht. Und das ist alles ruhig geblieben und du noch einmal von der Seite gewankt, komm. Und du sind nicht dann auch voll sind auf den Arm geholt und über Päschelchen gesprungen. So, sollten. Los sind wir an der Belsch. Die erste Pause nach dem reüssierten Passage über die belgische Grenze geht bei der Maison Rouge, ein Haus, das ganze Länge durch. Das Haus besteht nicht mehr. Ein paar Obstbäume weisen nach Platz für die Stunde. Ja, wir waren an der Belsch. An der Richthaus, wo wir kommen, da sitzen sie morgens, weil beim Kaffeestisch. Und du konnten wir es dann direkt mal durchsetzen. Ja, und dann sind wir den anderen Tag dann bis auf Porzig gefahren und da kam ein belgischer Gendarm. Den hat du am Pferdstall 4 Pavé-Stangen abgehoben, an den blechen Kissen rausgeholt und du hast den falsch verbeiern, die sie von der Gemeinde da immer organisiert hatten. Durch dem haben wir den falschen Pass gemacht. Und wir haben hier geschlafen, und den anderen Tag morgens gingen wir feiern. Da sind wir bis auf Fastnacht, vis-à-vis von den Kasernen. Da war so ein kleiner Kaffee, wo 2 Mädchen drauf waren. Und da stund an der Fenster für Wehrmachtsangehörige verboten. Und wenn ich zum Fenster rausgeguckt habe, da ist der Preis mit abgepflanztem Gewehr oben auf marschiert. An obers um 4:30 do du gommer op Kkleng Ker, do war so en Tramhuset genannt, vun Bas nach op Marloer gefaer. De 6. Juni 1944 landen die alliiert Armeeën an der Normandie. Ënnert den Soldaten sinn och vereinzelt Lëtzebuerger. Et sollte nach 3 Mänt vergoen, bis Lëtzebuerg endlich erëm frei wurde. Alles vor op de Been fir d'Liberateuren ze empfänken, oheit zu Ölwen, den 11. September 1944, den 12er mittags. Et hat viele Jahre gedauert, fir d'Eislig erëm opzebauen. Wenn alles frei war, du komm ich dann mal am Velo rumgucken. Ja, und du war dann hier und da Löcher an den Gürtel geschossen, dann du mal um 4 Uhr gefahren. Und, ja, und dann am Juni, du ab einmal hat es geheischt, nicht, hey, da kommen sie rum aus der Umsiedelung. Nicht? Ja, und du war alles auf den Beinen und du sind wir dann auf Völverwalz gefahren. Mit den Kutschen an den Hummer se do empfang. D'Operationen van de Passeuren hei an der Spëtzt vom Eislig ha vielen, die fortgelof an der Gefor waren, de Weg an Freiheit an an Sicherheit gewiesen. Me dofir sinn och en etlich blodig Affer bezahlt gern. De neue Sentier des Passeurs wëlt dazu beidrohen, dat den immensen Engagement an den ehemalige Courage von de Passeuren net a Vergessenheit soll geroden. Sie han het Lewen fir her Matmënschen dacks riskiert, an e paar van hinnen han et o verloren. De Sentier des Passeurs präsentéiert sich an 2 Etappen. E Circuit van ungefähr 13 km an eng Variant van 7 km mat Bëch a Grenzpassage. Depart an Arrivée sind immer Parking Tipp.